Ja, und jetzt sprechen wir mit Christian Matzdorf. Er ist Professor für Kriminalistik und Kriminaltechnik. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Matzdorf. So viele Fragen zu diesem grausamen Fall. Vor allem die Frage, wie konnte es dazu kommen? Der Täter, bereits vorbestraft, war in einem Programm für Wiedereingliederung. Da sollte man noch annehmen, er ist die ganze Zeit unter Beobachtung und den Behörden müsste auffallen, wenn der sich im Internet mit einem jungen Mädchen verabredet. Ja, die Wahrheit ist, und das ist etwas, was vielleicht gar nicht so bewusst sein hier steht, dass es keine lückenlose rund um die Überwachung geben kann. Wir haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Sexualstraftätern in der Bundesrepublik, die beobachtet werden müssten, theoretisch rund um die Uhr. Wir haben noch andere Aufgaben, die die Polizei wahrnehmen muss, beispielsweise terroristische Gefährder, ähnliches. Es gibt keine lückenlose Überwachung rund um die Uhr. Das ist der erste wichtige Fakt in dieser Angelegenheit. Des Weiteren natürlich unverständlich, dass ein Mensch, der schon schwere Straftaten begangen hat, hier gerade in diesem Bereich Sexualdelikte, Sexualdelikte an Kindern, dann die Möglichkeit hat, Taten zu begehen. Das liegt daran, dass die Justiz eine Entscheidung treffen muss, dass Gutachter eine Entscheidung treffen und dass die Justiz am Ende dann Aussagen treffen muss, ob die Freiheitsrechte dieses Menschen höher einzuschätzen sind als das Gefährdungsrisiko. Und diese Entscheidungen sind oftmals sehr umstritten und auch für mich häufig nicht nachvollziehbar, wenn man ein Risiko für die Allgemeinheit über die Freiheitsrechte der einzelnen betroffenen Straftäter dann stellt. Also Aline ist offenbar Opfer einer Fehleinschätzung eines Gutachtens geworden. Man müsste jetzt den gesamten Prozess betrachten. Dazu braucht man ein intensives Aktenstudium. Das kann ich von hier aus nicht leisten. Aber man kann davon ausgehen, dass ein Mensch, der in Haft gesessen hat, ob es jetzt strafhaft war, ob es sich im Maßregelvollzug bezogen hat, sei dahingestellt, dass der an einem bestimmten Punkt entweder im Rahmen des Urteils, wenn zum Beispiel keine Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, oder im Nachhinein dann durch eine gutachtliche Aussage eine Prognose bekommen hat, die aussagt, das Risiko ist vorhanden, aber nicht so groß, dass man ihn nicht in Freiheit entlassen kann. Dass man ein Risiko gesehen hat, sieht man daran, dass die Polizei mit dem Fall befasst war. Findet da eigentlich irgendeine Überprüfung der Aktivitäten im Internet eines solchen Mannes statt? Oder kann der im Internet, egal was er vorher begangen hat, zunächst einmal tun und lassen, was er will? Wir haben in der Bundesrepublik ein, ich würde sagen, umgangssprachlich eine heilige Kuh. Das ist der Datenschutz. Das sind die Freiheitsrechte der Person, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. An sich eine gute Sache, die hier gar nicht bestritten werden soll. Tatsache ist aber, dass das die Möglichkeiten der Ermittlungsbehörden ganz erheblich beschneidet und beispielsweise eine Überwachung auch der Internetaktivitäten einer Person so gar nicht möglich macht, beziehungsweise auch technisch gar nicht möglich ist. Man ist so schnell bei dem alten Satz, den auch der Altkanzler Gerhard Schröder mal gesagt hat, wegsperren für immer. Jetzt einmal ganz sachlich gefragt, lassen sich solche Männer, solche Sexualstraftäter tatsächlich nach abgesessener Haftstrafe wieder eingliedern? Also kann sowas funktionieren, dass sie ganz normal unter uns leben und eben nicht straffällig werden? Menschen mit einer sexuellen Fehlorientierung, die nicht therapierbar ist, die nur beispielsweise durch medikamentöse Gaben dann in den Griff bekommen werden kann, können nicht geheilt werden, können auch nicht als geheilt entlassen werden. Das kommt sehr stark auf die Tat an und es kommt darauf an, ob es sich um einen Menschen mit einer Fehlorientierung handelt oder ob andere Hintergründe vorliegen. Grundsätzlich muss man sagen, dass immer ein Risiko besteht und dieses Risiko individuell einzuschätzen ist ein bisschen wie in einer Glaskugel lesen. Das kann man nie vorhersehen. Man sollte allerdings überlegen, ob man nicht tatsächlich den Schutz der Gesellschaft vor den Freiheitsrechten der Person in der Abwägung eben zugunsten der Gesellschaft und weniger im Einzelfall dann für das Risiko, dass ein Straftäter eine weitere Straftat begeht, hier ausspricht. Das ist das, was mich beschäftigt. Sagt Professor Christian Matzdorf. Vielen herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch.